Was wissen wir denn eigentlich von den Lesern dort draußen? Was wissen wir von den Bedürfnissen dieser Leser? Stimmt es denn, dass sozusagen neue Leser sich jetzt durch das Online-Lesen ergeben? Oder ist es nur sozusagen ein Shift vom Analogen zum Digitalen hin? Ich glaube nicht, dass auch nur ein annähernd literarisch interessantes Buch sich als E-Book durchsetzt gegenüber dem normal gedruckten Buch. Ja. Ob man meine Bücher digital oder auf Papier liest, auf einem Tablet oder einem physischen Buch, das ist mir total egal. Wenn der allgemeine Bürger einmal den Kontakt zu dem verloren hat, was Literatur und Kunst kann, dann kommt er da auch ganz schwer wieder rein. Der Buchhandel und das Vertriebswesen sind schon im Begriff zusammenzubrechen. Das heißt, man kann die Entwicklung nicht aufhalten, man kann sie nur klug aufnehmen und kanalisieren. Ich würde mal die Behauptung wagen, dass noch nie so viele interessante Bücher, so viele interessante und gut gemachte Bücher publiziert wurden wie heute. Von 1990 bis 2001 war ich Buchhändler. Mit meinem Freund Carsten hatte ich eine eigene Buchhandlung, den Literaturladen in Potsdam. Eine Art Wendegeschichte, von Euphorie getragen und von jeder Menge Rock'n'Roll. Unsere Helden waren Jack Kerouac, Reinhard Götz, François Villon oder Wolfgang Hilbig. Das erste Buch, das wir verkauften, hieß »Die Angst vorm Fliegen«. Aber wir hatten keinen Schiss. In der Branche waren wir die Jungs. Und die Verlagsleute waren unsere Familie. Was uns verband, war das geschriebene Wort, die Sinnlichkeit eines Textes, die Magie eines Gedichts. Jede neue Buchsaison ist wie die Eröffnung eines neuen Friedhofs, hat Thomas Bernhard mal gesagt. Und ich hatte genug als Friedhofswärter. Nach 11 Jahren Buchhandel wurde ich Filmemacher und Carsten macht seitdem allein weiter. Mit diesem Abstand nehme ich plötzlich das Todsagen des Buches wahr. Was ist passiert? Die Stichworte E-Book und Amazon geistern durch die Feuilletons, mal als Chance, mal wie eine Drohung. Ein amerikanischer Online-Händler mischt den europäischen Buchmarkt auf. Buchhandelsketten verschwinden aus den Fußgängerzonen, lokale kleine Buchhändler machen dicht. Aber das Buch ist tot, es lebe das Buch, und zwar auch als E-Book. Verlage und Buchhandlungen erfinden sich neu und Self-Publisher publizieren im Netz einfach so. Das Ende also offen? Ich will Carsten, meinen ehemaligen Kompagnon, fragen, wie er durchkommt. Und ich werde Denis Mollats Buchhandlung in Bordeaux besuchen, eine Librerie, wie man sie nur träumen kann. Und ich werde Verleger und Autoren treffen. Und meine Fragen sind klar. Wozu noch Bücher? Welche Bedeutung haben sie überhaupt noch für uns? Leben wir, umgeben von unseren Bücherwänden, nicht schon längst in einer anachronistischen Welt, wo doch der Text schon mit einem Klick zu haben ist? Und welche interessanten neuen Wege gibt es, uns das Buch, in welcher Form auch immer, als Kulturgut zu erhalten und zu verkaufen?